So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen, wieder einmal am Mikrofon und ich rede etwas schneller, um, sag ich mal, die fehlende Kenntnis der Aussprache dieses seltsamen Namens irgendwie wettzumachen mit Schnelligkeit und ein bisschen vernuscheln. Also, Henrik ist noch einfach und dann Mkhitaryan wechselt für 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Da haben wir jetzt in einer Woche gleich zwei Transfers zum Champions-League-Finalist. Also, wer von euch ist der Meinung, dass der Junge wirklich Gold wert ist, beziehungsweise ob er wirklich 25 Millionen Euro wert ist? Ich meine, ich hatte letzte Woche noch einen Spieler wie einen Pjanic auf der Liste, den man dann in der europäischen Liga oder ja in europäischen Ligen ein bisschen besser kennt, meiner Meinung nach, in der italienischen. Ist denn die ukrainische Liga mittlerweile so stark, dass man da Spieler für 25 Millionen rauslöst aus einem Verein wie Schachtja Donetsk? Donetsk, kein unbeschriebenes Blatt, ihr wisst, da steckt richtig viel Geld drin, aber allgemein in diesen ukrainischen Top-Clubs, das haben wir ja mehr als genug schon gesehen in der Europa League, sowie auch in der Champions League, spielen sie immer mit und haben immer auch ein Wörtchen mitzureden. Richtig starke Mannschaften mit vielen Brasilianern teilweise. Aber ja, es geht ja hier um den guten Mkhitaryan. Ich sag's einfach so, entschuldigt, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Ladet bitte eine Videoantwort hoch und sagt den Namen mal bitte ordentlich aus als Armenier. Denn er ist Armenier und ja, wechselt jetzt, wie gesagt, für 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Finde ich überraschend, finde ich, ehrlich gesagt, eine Bombe eigentlich, weil so viel Geld, das sind 25 Millionen, die er ja nun kostet für Borussia Dortmund. Ist es jetzt einfach nur eine Notlösung, ein Notkauf, oder können wir uns jetzt in der kommenden Saison, die jetzt bald im August schon startet, auf einen richtig starken, spielstarken, offensiven Mittelfeldspieler freuen? Ich weiß es nicht genau, für mich ist es schwer, ich gucke mal gerade, wo er sich, ja, er ist beidfüßig im Mittelfeld offensiv angesiedelt, soll direkt Mario Götze beerben, ist noch ein bisschen älter wie Götze, er ist nämlich 24, und Erfahrung bringt er mit. Hat bei Schachtja Donetsk ordentlich dazu beigetragen, dass sie letztendlich auch Meister geworden sind. Einen Haufen Assists gegeben, Haufen Tore geschossen und an der Stelle bin ich einfach nur gespannt, was ihr jetzt sagt, wie ihr den einschätzt. Also, meine Einschätzung ist so, ja, 25 Millionen von Schachtja Donetsk, was ist denn da los? Der muss ja schon eine Bombe sein, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist einer der Transfers, die auf jeden Fall floppen können oder richtig toppen können. Da bin ich mal gespannt, wie gut die Scouts gearbeitet haben bei Borussia Dortmund, dass sie ihn da so in den Fokus rücken. Ich denke, ihr auch. Ich freue mich drauf auf eure Meinung. Wir hören uns bald wieder natürlich im FM 13 Let's Plays, muss ich ja sagen, Plural. Und macht's gut, bis dahin, euer Van Bergen mit Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan. Henrik Mickey Mouse Tayan. Ciao.